Okay, mal sehen, was es da noch oben alles so gibt. Oh, da ist der Werkzeugkiste. Klebeband immer mitnehmen. Ein Zementsack, nee, bestimmt nicht. Kann ich da irgendwie drauf? Oh, stimmt, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Genau. Nee, geht nicht wirklich. Okay. So, was gibt's denn hier oben Schönes? Ist das eine eigene Bezeichnung? Landhaus an der Küste, tatsächlich. Sehr cool. Haben wir mal ein Level Up. Das Landhaus an der Küste mit. Oh, Meyerlocks. Was ist denn hier Meyerlocks? Ich habe eine Zange und ich werde sie benutzen. Die Zange hätte ich doch benutzen können, ich Vollidiot. Gegen die Raider. Wie die zwei Meyerlocks jetzt gerade eben echt auf meinen Hund losgehen. Ihr seid ziemlich miese Meyerlocks. Der eine krabbelt weg, okay. Hallo? Krabbenfreunde, was ist los mit euch? Ach, jetzt kommst du wieder, ne? Jetzt ist es zu spät. Jetzt. Aua, wow. Das war eine Ablenkung für deinen Kollegen, oder wie? Oh Gott, Hilfe. Aua, aua. Da ist ein Haus. Ah. Die kommen doch da bestimmt auch hoch. Na, nicht wirklich, aber sie können es umzingeln. Die kommen nicht ins Haus rein. Das ist interessant zu wissen. Nehmen gegen Meyerlock vielleicht nicht damit. Aber damit. Danke. Das waren ein paar schöne Treffer. Versteckst du dich jetzt echt da unten? Bist du eigentlich total doof? Du Vollidiotenkrabbe, dafür musst du echt sterben. Wow. Und die geben schon 22 Erfahrung? Das ist halt stark. So, Quicksave. Die zweite Krabbe ist halt wieder sonst wo. Das ist halt das Problem. Ich hasse das, dass die Gegner einfach sonst irgendwo hinrennen und man sie dann nie wieder findet. Aber bei der ist sie wenigstens nicht so wichtig, weil ja bloß ein Meyerlock. Ich meine, wäre cool, wenn wir sie noch gefunden hätten. Aber ja, wie gesagt, die kann jetzt überall sein. Oh wow, was gibt's denn hier noch alles? Wo sind wir denn gerade? Hier, okay, gut. Ich will aber trotzdem noch mal im Landhaus vorbeischauen. Da waren wir jetzt eigentlich noch nicht fertig. Was man hier nicht immer alles findet. Hat ein Gegner entdeckt? Wo ist Dogmeat eigentlich? Yay, gleich Level Up. Ah, da höre ich doch ein Knacken von Meyerlock, nicht wahr? Da ist er. Guck mal. Dümmer als die Polizei erlaubt. Ja, schon. Na, na du, na. Oh Gott. Lass mich gleich an, oder was? Au. Das tat weh. Das tat dezent weh. Ah. Mit dem Zaun kommst du nicht. Tja, wen greifst du jetzt an? Mich oder Hundi? Ja, erstmal den Zaun schlagen. Ich finde ihn auch nicht schön, muss ich sagen, ja. Verdammt. Was passiert denn eigentlich, wenn der sich gerade eben auf Hundi konzentriert? Und ich meine, voll eine damit überbrate. Na, nicht viel. Ja. Hilfe. Hilfe. So, jetzt. Ah, aua, aua. Stirb. Danke. Puh. Das war dezent knapp. So, hier ist aber eine Werkstatt. Wo eine Werkstatt ist. Du kannst jetzt auf die Werkstatt vom Landhaus zugreifen. Sehr schön. Und was wir hier jetzt machen können, ist natürlich ein Bett bauen. Ach, Stoff brauchen wir dafür. Können wir irgendwas zerstören, was Stoff hat? Stoff, Stoff. Eine Garderobe? Holz. Fernseher? Nee, Stahl. Typ im Anzug? Können wir nicht wieder verwerten? Holzkiste, Bücherregal. Oh, da. Sauberer Schirm. Ah, Feder. Wieso Feder? Wieso Feder und Plastik? Wieso kein Stoff? Ja gut, okay, weil ein Stoff. Ja, es wäre Blödsinn. Stimmt. Ganzen Zaun könnte ich abreißen.
Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Genau. Stoff werden wir hier wohl so schnell keinen finden. Oh, Gartenstuhl. Ja, zwei Stahl, verdammt. Eine Angel. Kein Stoff für uns und dadurch kein Bett für uns. Ein Laster. Oh, wow. Konnte den kompletten Laster verschrotten. Genauso wie den Ast. Hier geht's rein in eine Höhle? Wie cool. Können wir irgendwie Betten auch ohne? Nee, wir brauchen Stoff für alles. Schade. Dragon sucht Stoff. Ja, genau. Die Suche, die große Suche nach Stoff. Schade. Ansonsten hätten wir uns hier jetzt gerade ausruhen können. Aber jetzt extra zurückreisen, um dann Stoff hierher zu holen und sich... Oh! Was? Nein. Was tust du denn? Hä? Wieso... Dann machen wir es halt so. So, Stuhl. Ah, oh, wieso 20 Holz? Wieso kein Stoff? Gibt hier nichts Stoff außerdings? Also Matratzen? Verdammt normal. Wo bin ich auf der Karte? Am Ost, Nordosten. Genau hier. Beim Landhaus. Und jetzt gehen wir dort entlang. Weil ich leider hier keinen Stoff finde. Ja, essen sollte ich vielleicht. Das war's. In solchen Momenten würde ich gerne irgendeine gefundene Rüssi zu entwerten. Ja, aber das geht ja nicht. Das ist ja das Problem. Dafür bräuchten wir erstmal eine andere Werkbank hier. Dafür bräuchten wir erstmal eine andere Werkbank. Und zwar bräuchten wir dafür... Kochstation. Und das braucht alles... Rüstungswerkbank bräuchten wir hier. Und das braucht alles schon lokale Anführer. Das können wir hier also gar nicht machen. Oh, nee, du hast bestimmt keinen Stoff. Oh, hä? Ach, Zeitung. Wir brauchen Zeitung. Weil man auf Zeitung dann auch schläft. Genau. Jetzt haben wir zwei. Verdammt. Wir brauchen... Wir schlafen einfach auf drei. Ja, wir haben's. Das Bett ist zwar nicht bequem, vielleicht finden wir nochmal irgendwo eins. Was zur Hölle macht davon... Was... Huni, was tust du da? Lass das. Wir schlafen auf Zeitungen. Wir brauchen jetzt bloß noch eine mehr oder so. Oh, Sitz? Na, hä, Plastik? Wieso kein Stoff? Das verstehe ich halt nie. Döng hat Stoff gefunden, genau. Haben nicht genügend Stoff. Wie gesagt, auf dem Sitz kann man nicht... Kann man theoretisch nicht schlafen. Eine Kaue. Ich kann die Couch nicht verwerten. Ach komm schon, Spiel, ne? Du machst mich traurig. Zeitungen können Leben retten. Ja, genau. Ich meine, wir haben genügend. Ich wollte es bloß nach einem bequemeren Bett suchen. Nach ein bisschen mehr Zeitung. Auto. Stahl. Ja, ist ja nicht so, als wäre da auch Stoffsitze und sowas drin. Nee, 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 nee. Ich glaube, das waren die einzigen Zeitungen. Frisst du den Meierlack gerade oder was zur Hölle tust du da, Hundi? Da, da, yes, yes, yes. Schraubenschlüssel. Und ein Löscher. Haben wir jetzt genügend? Wir haben vier. Ah, wir brauchen fünf, verdammt. Ich glaube, die letzte Zeitung werden wir nicht finden. Ich glaube, die letzte Zeitung werden wir nicht finden. Das Spiel macht Dragon traurig. Eine Zeitung noch. Oh, jetzt haben wir vier Zeitungen gefunden. Es wäre echt schade, wenn wir hier nicht noch eine fünfte finden. Wie gesagt, dieser Sofa. Er war so gut. Kühlschranktüren, Reifen, Fass.
Gab nur Gummi, auch kein Stoff. Schade, schade. Nee, im Haus war am Boden doch was. Da ist eine Tür, die brauchen wir nicht. Das ist jetzt hier ein richtiges Wimmelbildspiel. Jeden Fleck ganz genau nachsuchen nach dieser Zeitung. Dieser einen letzten Zeitung. Eine Runde Mitleid für Dragon. Ja, genau. Vor allem in der Zeit, wo ich jetzt gerade eben die Zeitung suche, wäre ich schon längst zurückgegangen und hätte mir wenigstens eine geholt oder sowas. Aber nein. Man muss ja unbedingt sturköpfig sein und hier sein Zeug zusammensuchen. Man will ja auch unbedingt das teure Bett haben. Na gut. Hier finde ich auch nichts mehr. Die Lampe können wir auch nicht weg. Die Zettel können wir auch nicht benutzen. Gut. Dann nehmen wir halt den Schlafsack. Hey, 3 Erfahrungen. Nice. Nein, nicht einlagern. Escape. So. Und schlafen mal 2 Stunden. Dann sparen wir uns nämlich ein bisschen Essen. Wunderschön. Oh, und gut ausgeruht auch. Krass, ich dachte, es geht bloß mit einem guten Bett. Sehr schön. Ah, aber Nebel. Nebel ist ein bisschen uncool. Na gut. Na gut. Sehr schön. Und jetzt können wir uns dort nach hinten aufmachen. So, dann bin ich mal sehr gespannt, was uns dort jetzt erwartet. Ich hoffe nicht nochmal mehr Gegner. Weil langsam habe ich ein bisschen die Schnauze voll. Langsam wird es auch echt Zeit, dass wir uns dann in eine Stadt aufmachen, wo wir immer wieder Munition kaufen können. Das ist nämlich eine richtig wichtige Sache. Weil langsam so, ja, da noch 46, da noch, wow. Hä? Dann noch, ach du große Güte, wir können gar nicht mehr snipen. Dann noch 16, da noch, okay, mit der MG haben wir noch ein bisschen was. Mit dem großen, wow, mit dem großen Sniper haben wir mittlerweile richtig viel. Das ist cool. Guck mal, da mal wieder mit ein bisschen snipern. Das gefällt mir gut. So, jetzt looten wir aber erstmal das. Vielleicht finden wir hier ja was. Also vor allem natürlich ein bisschen Rüstung. Quatsch, ein bisschen Munition. Das wäre was Schönes. So, nein, nein, nein. Oh, 10mm Patronen, danke. Schon hat sich's gelohnt. Wieso sind hier so viele tote Raider? Und wieso bin ich jetzt schon wieder komplett voll? Ah, verdammt. Hundi, hey, hast du noch was? Geh dorthin. Hast du noch ein bisschen Platz für mich? Was sind das weg? Ich glaube aber auch nicht mehr allzu viel, nicht wahr? Gasmaske mit Brille, nee. Ja. Ah, oh, gerade so, wow. Okay, gut, dann können wir da überhaupt rein? Nee. Eventuell können wir dort rein. Oh Gott, überall noch mehr Raider. Ohne Kronkorkmine. Das ist gut, dass die den nicht aber so benutzt haben. Gut, dann müssen wir wieder kurz nach Hause. Wow, hier liegen richtig viele Raider rum. Okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe schon. Mit dem Skill massiertes Feuer steigt mit jedem Angriff auf dasselbe Körperteil die Trefferchance in Watts. Aha, okay. Okay, willkommen zurück, Lumurmel. Gut, da sind wir wieder. Packen wir mal wieder alles ein. Hundi, herkommen. Hey. Handeln? Ja, genau. ...240 hatten wir ganz genau. Hundi kann also 150 mitnehmen.
Halt, nein, was? Enter verlassen. Ich will's doch alles einlagern. Na komm, na komm. Na, los, danke. So, wie viel davon ist Schrott? Ah, 15 Gewicht, das ist gar nicht so schlecht. Was wir da wieder gefunden haben, sehr schön. So, und jetzt Transfer. Du weg, du weg, du komplett weg. Genau, alles was ja bloß ein Herzchen hat, darf bleiben. Vor allem hier oben. Entdecker-Outfit, die 10 mm. Sturmgasmaske behalten wir wieder eine. Flanellhemd. Wer hat denn noch diese Sackkapuze mit Riemen? Welches Level habe ich? 15? 16? Ich weiß es gar nicht. 2 Nuka-Colas können rein. Raider-Leder. Können wir aber gleich mal nachschauen. Die ganzen Impro-Gewehr-Sachen bleiben. Laser. Das kann eigentlich alles weg, nicht wahr? Oh nee, halt. Da habe ich jetzt auch die ganzen normalen Laser, nicht wahr? Was habe ich denn schon bei meinem Lasergewehr? Doch gar nichts, nicht wahr? Ja, genau. Okay, dann passt das ja. Okay. 216. Boah, immer noch viel zu wenig. Stats 14 bin ich erst, also beinahe 15. Immer noch viel, viel, viel zu wenig. Die Hirnpilze und sowas, na, Gewicht 0,1. Ah, ich meine, die Hubblumen wiegen jetzt auch schon 5. Das ist so. Dann packe ich das ganze Zeug mal weg, und zwar in so eine eigene Kiste. Wollte ich das nicht eh mal machen? Habe ich das nicht sogar gemacht? Die Stahlkiste hier? Genau. So. Alle Abhängigkeiten heilen brauchen wir nicht. Brennstoff. Du kannst dann das erste DLC bestreiten. Na, werden wir aber wahrscheinlich erst später machen. So, Buff-Out kann ja weg. Ah, nee. Transfer. So, sortieren wir nach Schaden, Präzision, Wert, Gewicht. Nach Gewicht, dann gehen wir ganz runter. Was haben wir denn hier so alles, was wir nie brauchen? Wow, wow. Okay, das wiegt ja alles 0. So, hier jetzt. 0,1. Was haben wir hier alles? Teerbeeren würden 2 wiegen. Packen wir mal alle weg. Wir können sie ja alle jederzeit wieder mitnehmen, das ist es ja. Right away, das brauchen wir alles. Psycho, mutierte Farnblume kann weg. Die Mods, die im Inventar sind, die Mods, die... Ach so, okay, das sind nicht die aktiven. Ah, okay, okay. Das heißt, ich kann nicht alle wegtun. Okay, das ist interessant. Eine Melonenblüte. Mais wiegt 4,5. Ja. Leuchtender Pilz. Die Karottenblumen wiegen einiges. Karotten sowieso. Hubblumen wiegen gleich 5. Na also. Hornpilz wiegt 1. Das ist jetzt nicht so interessant. Blutblatt wiegen gleich 4. Verstrahltes Blut. Tattoo-Blume wiegt, wow, 0,5 pro? Wow, das ist richtig schwer. Na also, jetzt findet man doch langsam was. Oh ja, stimmt, der kurze Lauf. Dann packen wir die ganzen Mods mal in eine andere Kiste nochmal. Haben wir vielleicht die ganzen Mods noch? Und Hallöchen, das Alpaka, schön, dass du dabei bist. Sorry, habe ich gerade überlesen. So, Transfer. Wo sind jetzt die ganzen
Hier. Laser, 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 Laser. Ach, die kann ich auch alle dort reinpacken. Dann genau, dann habe ich sie ja jederzeit. Das passt. So, machen wir nochmal Z. Gewicht. Dann sollten die ja alle dort unten kommen. Hat man wieder gut unter 200 Gewicht. Ja, ich bin auch ganz... ganz überwältigt davon. So, 0,5 muss es sein. Wusste ich jetzt nicht, dass die da alle dann, dass es dann alles Sachen sind, die ich dann nicht mehr unbedingt brauche. Na klar, wenn ich sie hier einlager, dann kann ich ja jederzeit trotzdem noch dazu darauf zugreifen. Denke ich zumindest. Schauen wir uns gleich mal an. So, jetzt wiegt jetzt alles schon deutlich mehr. Du musst mir zeigen, wie du so schnell abnimmst. Ich muss mir zeigen, wie ich so schnell zunehme. Nee, das kann ich jetzt aber nicht anwählen. Es bräuchte eigentlich denn nicht, wahr? Ah doch, Mod anbringen. Okay, das hatte dann schon anderen. Ja, die kann ich alle bauen, aber die kann ich anbringen. Okay, dann passt es. Ja, der Panzerbrechen hatte ich davor. Genau, okay, gut. Sehr schön. So, jetzt haben wir ein Gewicht von wie viel? Hey, von 174. Wow. Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Okay, das gefällt mir. Hundi ist auch wieder leer. Gut. Dann können wir doch jetzt nochmal richtig losgehen. Ja, dann sind es wirklich diese kleinen Sachen, die dann wirklich ziemlich, ziemlich schnell die Sachen zumachen. Also das Inventar. So, und dann können wir jetzt endlich mal diese Fabrik erkunden. Meine Güte. Und gleich Level 15. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hey, jetzt auch wieder Tag. Wunderbar. Da, was? Was hast du denn gefunden, Hundi? Ich meine, hier gibt es zu viel. Es wäre ein Wunder, wenn du nichts gefunden hast. Hey, ein Schlafsack. Toll, dass ich mir vorhin einen zusammengebastelt habe. Großartig. Der Raider ist komplett leer. Glückwunsch zu 174, danke. Ah, da könnten Eier drin sein. Ah, nee, ist zu. Okay, schade. Ich bräuchte wieder Munition und dafür bräuchte ich ein paar Raider, die hier rumliegen. Oh, 10 mm, Punkt 38. Oh, wunderbar. Beides gleich. Sehr, sehr schön. Deswegen, okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber deswegen liebe ich einfach die Raider. Weil die immer Muni dabei haben. Kann es sein, dass hier einfach alles schon tot ist? Oder ist da einfach noch was ganz viel Schlimmeres in diesem Gebäude? Dass die ganzen Raider hier schon tot sind? Das sind halt beides Möglichkeiten. Ach, da kommen wir wahrscheinlich rein, nicht wahr? Jo, oh Gott. Man kann ja schon vermuten, was das heißt, wenn wir da reinkommen. Nichts Gutes. Oh, eine Kronkorkenmine, ja. Dragon, was bedeutet die 09 hinter deinem Namen? Die 09 ist einfach das Jahr, in dem ich meinen Account erstellt habe. Meinen YouTube-Account. Mehr steckt da auch schon nicht dahinter. Ich würde gerne irgendeine interessante Geschichte dazu erzählen, aber das ist eigentlich, ja, wirklich schon alles. Oh, wunderschön. Und nochmal wunderschön, danke. Dragon, hast du die Predator und oder Alien Filme gesehen? Alle davon. Von beiden Franchises, alle Teile. Bin sehr großer Fan davon. Vor allem natürlich Alien. Oh, na du? Schlüssel für Makra-Anlagen. Ah, okay. Das ist cool. Komme ich da auch so rein? Nö. Nein, okay. Da sollte ich einfach bloß einen Schlüssel holen. Ja, wunderbar. Ah, tatsächlich, hier sollte ich rein. Na, das muss ich jetzt sagen, fand ich nicht so toll. Also Alien vs. Predator war so... Also beide Teile einzeln, sehr gut. Roboter-Bausatzteile, okay. Wow, was? Roboter-Teile-Modul, was? Das war irgendwie cool.
Also beide einzelne Franchises sind sehr, sehr cool. Nur ich bin kein Freund von Alien vs. Predator gewesen. Der erste Teil war noch ganz in Ordnung, der zweite Teil war dann aber irgendwie so, nee. Also dann doch wirklich lieber die einzelnen. Ein Alien-Fan, oh mein Gott. Alien ist großartig. Okay, haben wir das hier mal geplündert? Das ist schön. Oh, stimmt, der Leuchtende war ja noch auf seiner Insel, nicht wahr? Schwimmen wir da noch mal kurz hin. Das müsste doch hier so gewesen sein. War eventuell die Insel. Ja, ist auf jeden Fall kein Leuchtender. Ja, ich komme da aber auch nicht hoch. Ah, jetzt. Toter Fisch. Haben wir auch nicht. Der Leuchtende. Schwierig zu sagen, wo der jetzt war. Ich glaube eher nicht hier. Na gut, okay. Vielleicht finden wir den irgendwann nochmal. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben die Erfahrung bekommen, das ist alles. Und das Alpaka, das stimmt nicht. Da habe ich nicht. Also 09 habe ich nicht mit YouTube angefangen. Oh, Jungle ist der Mondaffe. 09 habe ich nicht mit YouTube angefangen, sondern habe ich meinen Kanal gegründet. Angefangen habe ich erst Oktober 2010. Ich glaube, es ist Oktober gewesen. Zumindest so mehr Mitte bis Ende. Ja, es hat halt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, Metroid und Alien. Das ist es ja. Natürlich auch gewollt, ganz klar. Ich habe eine lebensgroße Alien vs. Predator-Figur oder Alien und Predator-Figur gesehen. Besitze einen Ring von den Viechern, die aus den Eiern kommen. Okay. Oh, nochmal Raider. Also eine lebensgroße Figur von den beiden, das ist stark. Kann man mal sich so ins Zimmer stellen. Hey, dorthin! Hundi macht einfach gar nichts. So, jetzt haben wir natürlich aber wieder viel, viel Platz. Und Hundi hat auch noch komplett Platz. Tempo-Pistole, das nochmal weg. Ah, oh, ich freue mich schon, wenn wir irgendeinem Händler begegnen. Das wird so toll. Das wird so unendlich toll. Hast du oder willst du Alien Isolation spielen? Ist das Spiel zum Alien-Franchise? Ja, das will ich spielen. Keine Sorge, wird noch kommen. Habe ich schon fest geplant. Okay, das war cool. War ein cooler Sprung. Bringt mir hier aber leider. Aha. Oh. Wo kommen wir denn hier hin? Ja, nirgendwo. Super. Ach, toll. Wäre zu schön gewesen. Also, wie gesagt, wird irgendwann noch kommen. Keine Sorge. Was fliegt da in der Luft? Was zur Hölle fliegt da in der Luft? Wow! Was tust du da? Kollege. Hier wird nicht rumgeflogen. Nicht an meiner Schicht. Ah, schön, schön. Das war irgendwie eine coole Sache. Liegt ihr da jetzt irgendwo tot? God Mode, ja. Hebt ab. Na, irgendwie hat er die ganze Zeit bloß levitiert. Sah aber auch ungesund aus. Was willst du denn jetzt? Danke. Aber mal drauf gehen. Eine Blech. Ich werde jetzt nicht diese Blechdose einsammeln. Hey, da ist er ja. Der fliegende Ghoul. Hey, Kronkorken, danke. Alien Isolation ist wie Bioshock, nur ganz ohne Bioshock und mit ganz viel mehr Alien und Grusel. Ah, so ist das. Ist also so auch so ein bisschen ähnlich wie Fallout, nur ohne Fallout, ne? Schöne Beschreibung.
Können wir in dieses Schiff rein? Na, mehr oder weniger. Wir können hier nur ziemlich wenig machen, ja. Das Schiff ist ziemlich uninteressant. Okay. Aber wir haben den fliegenden Typen gefunden. Was hat Doc Meat jetzt wieder gefunden? Was hast du gefunden? Ja, was? Den Hund, ja, den Typ, den will ich aber gar nicht. Ja, lass den Typ in Ruhe. Hey, da ist der Leuchtende gewesen, nicht wahr? Ist das hier der Leuchtende? Ah, hier ist auf jeden Fall kein... Oh, wow, 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 jetzt weiß ich, wieso er leuchtet. Geleuchtet hat. Aber hier ist er leider nicht mehr. Okay, schade. Hacker. komme ich hier... Wow, das war ein merkwürdiger Sprung. Okay. Achso, aber klar, jetzt komme ich hier ja nicht mehr hoch. Ah, doch, ich kann hochklettern. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, erkunden wir erstmal das Außenareal. Und schauen mal, was wir hier so finden. War ich, als das rauskam, das, ja, okay. Na, die Sachen kann ich nicht einsammeln. Ist bloß toter Fisch. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Sorgen, da reinzugehen, muss ich sagen. Es ist... Es kann nicht gut sein. Und da ist wieder Festland. Genau, okay. Haben wir mal den Außenbereich so ein bisschen erkundet und können uns jetzt mal innen drin umschauen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was dort drin wartet. Sind es mehr Raider? Ist es irgendein Vieh, was die Raider alle getötet hat? Wir werden es in wenigen Momenten erfahren. Hier draußen haben wir nämlich, glaube ich, alles soweit geplündert. Ja, und zwar genau jetzt. Mal sehen, ob wir noch für irgendwas Munition haben. Na, dafür. Toll. Toll, toll, toll. Ich habe, als es rauskam, glaube ich, 4 Folgen gesehen, ohne Kontakt mit Alien. Und bin halbwegs gestorben, okay. Es heißt ja, dass es das einzig gute Alien-Spiel sein soll. Und was ich so bisher gesehen habe, also ich habe auch bloß ganz grobe Sachen gesehen, soll es ja auch gut sein. Sieht der Typ mich? Nö. Es sind irgendwie alle schon tot. Aber wieso? Was ist hier? Oh Gott. Tiefer Aufzug. Irgendwas muss hier doch sein. Na, ein toter Raider. Oh, eine Splittermine. Wow, das wäre beinahe schief gegangen. Krass. Da hätte ich einfach reinlatschen können. Oh, was? Na, ein Schutzhelm. Na, genau den will ich haben. Was? Wer? Wo? Oh Gott, unter mir? Oh, das ist gar nicht gut. Da sind Robos unter mir. Ja, ja, hier ist kein Feind. Keine Sorge. Also gegen Roboter. Terminal benutzen. Makra-Fischverpackung. Importe, Exporte. Ach nee, komm. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Wäre zwar interessant zu lesen, aber ich glaube, das ist jetzt... Künstiger Wunderkleber, Terpentin. Nehmen wir mal beides mit. Die können wichtig sein. Gerade für Klebstoff und sowas. Genauso wie Kühlmittel. Die waren aber alle über mir. Das heißt, unter mir. Das heißt, hier sollte ich, glaube ich, ein bisschen safe sein. So, können wir mal ein bisschen was entsperren. Das sollte eigentlich sogar reichen. Geschafft. Ja. Klebeband und Zahnpasta nehmen wir mit. Sehr schön. Ich gab 6 Erfahrungen. Dafür hat sich schon gelohnt. Dein Lieblingshorrorspiel mit The Evil Within. Na, The Evil Within, damit haben ja viele Leute so ein bisschen ihren Twist. Aber... Ja, bei dem Spiel habe ich echt auch bloß Gutes gehört bisher. Oh, Schrotpatronen, sehr schön. Hier finden wir echt ein bisschen Munition. Boston Bugle brauchen wir nicht. Da ist nochmal Terminal.
Boston Blue Abgase, was ist los? Was? Das lesen wir jetzt mal durch. Nachricht gesendet am 23. Juni 2077. Gute Neuigkeiten, wir konnten einen Vertrag mit zwei Fischern vor Ort abschließen, die uns die Hälfte ihrer Blaubarschfangs zur Verfügung stellten. 100% wären zwar besser gewesen, aber immerhin versetzen wir dem Bestand unserer Konkurrenten einen Schlag. Da der Blaubarsch zu diesen Jahreszeiten nach Norden zieht, hilft das unseren Vorräten auf gleichem Niveau zu halten. Jane, okay. Das ist cool. Ich hätte keine Lust, so einen Facehug im Gesicht zu haben. Ich glaube, niemand hätte das. Nachricht gesendet am 17. August 2077. George, ich sehe heute eher. Ich gehe heute eher. Von den Abgasen der Lieferwagen habe ich wieder Migräne bekommen. Wie oft muss ich der Wartungsabteilung noch sagen, dass sie die Ventilatoren hier drin reparieren sollen? Wärst du so nett und stellst den Entwurf des neuen Schnellfischvertrags fertig, an dem ich gearbeitet habe? Du bist der Beste. Danke. Die findest nicht sehr leicht, da macht mega viel Spaß. Okay. Werde ich vielleicht auch noch irgendwann spielen. Schauen wir mal. Am 23. Oktober 2077. Wir hören doch alle die Sirenen da draußen, oder? Kann uns bitte jemand sagen, was da los ist? Niemand wird rausgelassen. Uns wurde mitgeteilt, dass alles abgeriegelt wäre und man sich wieder melden würde. Das war vor 30 Minuten. Ah ja, Dave, du sollst in der nächsten Zeit vorbeikommen. Sei doch so lieb und bring mir eine Nuka mit. Anscheinend hat George die letzte getrunken. Na, großartig. Oh, mehr Raider. Wir wissen auf jeden Fall... wieso hast du... Wow, was? Wieso kann ich dich rum... Wie ging das? Ich hab bloß E gedrückt, verdammt. Ein paar Freaks, die einen Facehugger-Fetisch haben. Ich glaube, irgendwann hören die Fetische auf, oder? Und ich glaube, bei Facehuggern ist es soweit. Ich kann mir, glaube ich, niemand vorstellen, der da wirklich einen Fetisch hätte. Das wäre schon arg merkwürdig. Leuchtpistole. Gutzeug, Kühlmittel, Raiderleder, Terpentin. Günstiger Wunderkleber. Und die Dandyboy-Äpfel. Ach, und Fleisch und Bohnen. Okay. Gut, dann sind wir hier oben, glaube ich, vorerst mal fertig. Ah, ne, da drüben geht's noch weiter. Wow, was es hier nicht alles zu finden gibt. Vor allem halt, wie gesagt, jede Menge Raider. Ah, herrlich, so viel Muni, so viel Muni. Naja, nicht ganz so viel Muni, aber... Ja, dezent viel schon. Oh, wow. Da ist viel Muni drin. Das Problem ist, dort unten sind auf jeden Fall einige. Oh, ein Yuka-Cola, danke. Und ein Red Eggs. Sehr nett. Und den Kuchen. Ja, einfach mal Schnauze halten. Dass sie mich... Eine Karotte, danke. Und ein Süßkuchen. Dass sie mich da aber auch durchsehen, ne? Dass die mich durch den Boden durchhören. Die müssen gute Ohren haben. Oder einfach gute Sensoren, keine Ahnung. Kronkorken, Patronen, ein gemütliches Kissen. Nee, danke. Und mehr ist hier nicht. Granatenbukett. Okay. Wow, Splittergranate hinzugefügt. Das war mies. Wer hängt denn in der Toilette? Wow. Du brauchst nämlich für was Aluminium. Okay. Na gut, nehme ich mal mit. Vertraue ich dir mal. Ich wüsste aber gerade nicht, für was ich dann Aluminium brauche unbedingt. Aber schauen wir mal. Ich meine, es gibt aber immer so viele Aluminiumdosen. Aber trotzdem, wie gesagt, danke natürlich. Ah, verdammt. Aufgepasst. Und die kann jetzt bald auch nicht mehr nichts mehr tragen, nicht wahr?
Oh, genau jetzt. Ah, nein, zwei. Genau zwei. Können wir da noch irgendwie was wegpacken, was nicht ganz so viel wiegt? Ja, wunderbar. Okay. Dann schauen wir uns hier oben nochmal kurz um. Was haben wir hier? Ach, du große Güte, da geht's hoch? Ach, Commonwealth, tatsächlich. Da ist ein Nuka-Cola drin, die können wir noch nehmen. Das war's aber leider auch schon. Ja, die haben neben Schrauben Aluminium gefehlt. Ah, okay, okay. Das ist gut zu wissen. Das müsste ich dann mal dann, ja, markieren. Ja, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ach, hier war ich schon drin. Oh, dann bin ich gar nicht weiter. Stimmt, genau. Okay, gehen wir nochmal raus und teleportieren uns nochmal. Oh, was? Hä? Okay, verdammt, da war noch eine Mine. Wow. Puh. Das war mies. Die habe ich so aber auch nicht gesehen. Da ist aber auch ein Raider, den wir noch nicht gesehen haben. Deswegen.